Hallo, mein Name ist Rüdiger Wetzel, bin der Geschäftsführer der Comburitas GmbH. Die Comburitas GmbH ist ein Unternehmen in Graz, ein IT-Unternehmen mit der Spezialisierung auf Reuse. Das werden wir noch genauer erläutern, was das genau heißt. Und generell, wir sagen gerne, wir sind eines der ersten österreichischen Unternehmen für ökologisch und sozial nachhaltige IT. Also ich glaube, aus unserer Branche gesprochen, dass wenn sich nicht relativ bald in den kommenden Jahren eine klare Trendumkehr entwickelt, dass wir auf eine fulminante Ressourcenkrise zukommen. Und die noch genauere These ist, dass die IT ganz großen Anteil daran haben wird, die IT-Branche als Ganzes. Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, sagen wir mal so. Also Tatsache ist, dass die IT-Branche eine der größten weltweit ist und es geht darum, dass einzelne Geräte einen sehr hohen Ressourcenverbrauch haben. Also ich sage eine schnelle Zahl, grundsätzlich der Energieverbrauch ist, dass man bereits in der Produktion rund 50% der Gesamtenergie verbraucht, die das Gerät im gesamten Lebenszyklus verbrauchen wird. Weitere Zahl vielleicht, im Schnitt werden in etwa 1500 Liter Wasser für die Produktion eines ganz normalen PC-Systems im Monitor verbraucht. Man sagt, es sind ca. 140 Kilogramm fossile Brennstoffe dabei, ca. eine Tonne, ja, je nach Produktionsbedingungen, ca. eine Tonne an CO2-Emissionen, die zustande kommen mit einem einzigen Gerät. Und jetzt muss man wissen, dass alle 7 Sekunden ein neues Gerät produziert wird aktuell. Das heißt, es kommen irrsinnig hohe Zahlen zusammen und da reden wir nicht nur von der westlichen Welt, sondern man kann davon ausgehen, dass natürlich durch die Fortentwicklung auch von weniger privilegierten Staaten in der Welt, dass auch die IT-Produktion nochmal ganz enorm ansteigen wird. Aktuell sind wir auf sehr vielen Geräten. Ich sage allein in Österreich, um vielleicht das mal zu bringen, werden aktuell in etwa 1,5 Millionen Geräte gekauft pro Jahr und auch, und das ist eine wichtige Dimension dahinter, auch ca. 1 Million Geräte wieder entsorgt. Das heißt, wenn man das jetzt multipliziert mit den paar genannten Zahlen, die ich schon vorgehabt habe, rohstofftechnisch, dann ist das ein unglaublicher Ressourcenverbrauch, der eigentlich passiert, viel höher als bei anderen Branchen, muss man vielleicht dazu sagen. Also in der IT sind wir in etwa beim Verhältnis, Gewichtsverhältnis. Ich brauche ca. 10-mal so viel Ressourcengewicht, als dann das Produkt selbst wiegen wird. Zum Vergleich in der Autoindustrie sind wir auf 2 bis 3. Mal so viel, wie ein Auto zum Beispiel wiegen wird. Das ist eine sehr verschwenderische Branche. Und was jetzt noch dazu kommt, dass es hier nicht nur um Standardressourcen geht, das heißt nicht nur ganz normales Kupfer oder ganz normale Glasstoffe, sondern es geht eben auch unter anderem um die bekannten, berühmten, seltenen Erden. Und da muss man auch mal wissen, dass das Ganze nicht eine ökologische Dimension kriegt, sondern auch eine soziale Dimension. Ein schnelles Beispiel ist vielleicht bekannt, ist der Stoff Coltan. Coltan ist ein Metall, das eigentlich eine Metalllegierung ist aus dem Metall Tantal. Und was die wenigsten wissen, dass ein großer Teil, ich glaube ca. 50% dieses sehr seltenen Metalls eigentlich, dieser seltenen Erde, wie man in Fachsprache sagt, aus der Demokratischen Republik Kongo kommt, die weder demokratisch noch republikanisch ist, um das gleich mal klarzustellen. Also da herrscht eigentlich seit vielen Jahren Bürgerkrieg, der unter anderem mit Diamanten und Coltanhandel finanziert wird. Das ist nur ein Beispiel einer sozialen Auswirkung und da gibt es noch unzählige viele mehr, die hier eigentlich zu nennen wären. Also es gibt eigentlich sehr viele, nennen wir es vielleicht so, es gibt einen Gesamtlebenszyklus für jedes Produkt. Das gibt es natürlich auch für IT-Geräte, Computer, Notebooks, Tablets, Server, Equipment, alles in die Richtung. Und das könnte man ganz schnell auf 3 Ebenen bringen, um es simpel zu halten. Es gibt die Produktionsphase, es gibt die Nutzungsphase und es gibt die Entsorgungsphase. Die Produktionsphase, wie vielleicht vorher schon kurz angeschnitten, hat einmal grundsätzlich die Problematik, dass sehr, sehr viele Stoffe, Ressourcen verbraucht werden. Diese Grundstoffe in der Regel aus Gebieten kommen, aus sehr vielen Gebieten des Südens, der südlichen Hemisphäre, wo eigentlich ein sehr unfairer Verteilungskampf herrscht, um das jetzt mal ein bisschen so auszudehnen. Das heißt, profitieren tun davon eigentlich nicht jene, die im Besitz wären dieser Stoffe, dieser Staaten, sondern eigentlich in erster Linie mal westlich orientierte Firmen. Gut, das ist eine Tatsache,
Da kann man lang diskutieren, warum das so ist. Es ist interessant dahingehend, dass man sagt, es wäre gar nicht notwendig, da eigentlich die meisten Stoffe bei uns liegen, und zwar in welcher Form? In der entsorgten Form. Also bevor ihr so weit geht, bringe ich noch die Nutzungsphase dazu. Die zweite Phase der Nutzung ist bei uns davon geprägt, dass wir unsere Geräte sehr kurzlebig nur nutzen. Das hat eigentlich einerseits technische Gründe, das heißt, ja, wir gehen davon aus, dass nach einigen Jahren die neuesten Geräte so viel besser sind, dass es sinnvoll ist und notwendig ist, dass wir neue Geräte kaufen müssen. Da muss ich auch als EDV-Techniker sagen, als Erfahrener, dass das grundsätzlich blödsinnig ist. Warum? Weil die Geräte mittlerweile so hoch entwickelt sind, dass wir die herkömmlichen Ansprüche, meistens reden wir jetzt von Office Internet für den Client-User, schon seit langem mehr als ausreichend bestehen. Was dazu kommt, ist, dass diese Nutzung, diese kurzlebige Nutzung sogar systematisch verstärkt wird durch ganz nicht technische Gründe. In Österreich zum Beispiel ist es so, dass EDV-Equipment nach 3 bis 4 Jahren buchhalterisch abgeschrieben ist. Das heißt auf gut Deutsch, es ist nichts mehr wert im Betrieb, und das nehmen viele Unternehmen zum Anlass, um zu reinvestieren, obwohl es eigentlich technisch nicht notwendig wäre. Ich kann das in der Praxis sehr gut bestätigen, ich bin selbst Landeskonsulent für Green IT. Das heißt, ich gehe in Unternehmen hinein, mache Bestandsanalysen der IT-Landschaft dort und mache eine Soll-Analyse, wie man sehr viel Ressourcen einsparen könnte dort. Das geht teilweise durch Routinenänderungen und teilweise natürlich auch durch Änderung von Geräten. Was allerdings dort immer auffällt, dass der Zyklus der Investitionen in der Regel sehr kurz ist. Und das ist eben etwas, was nicht notwendig wäre, dahingehend bedacht, dass die Nutzungsroutinen eigentlich sehr low-level angesiedelt sind. Und dahingehend könnte man Geräte durchaus auf 5 Jahre, vielleicht sogar 6 Jahre nutzen und hätte schon sehr, sehr viel erreicht damit. Und das große dritte Thema im Produktlebenszyklus ist die Entsorgungsphase. Da muss man eben sagen, wie gesagt, vielleicht nochmals Zahl hereinzubringen, allein in Österreich werden jedes Jahr rund 1 Million Geräte entsorgt. Handys sind da nicht involviert, ganz wichtig, sondern wirklich, wir reden jetzt von Computern, Tablets, in erster Linie Client-Geräte. Und hier kommt eine ganz große Problematik, dass all die Ressourcen, die bei der Produktion aus der Erde geholt worden sind und in den Produktionszyklus geflossen sind, eigentlich nur sehr unzureichend in den Recyclingvorgang eingespeist werden. Also wenn man in Österreich sehr vorbildhafte, europäisch gesehen sehr vorbildhafte 45% Sammelquote, allerdings ist 45% sehr wenig, das heißt, man kann sich ausrechnen, dass sehr viele Ressourcen, Geräte eigentlich nicht in den Recyclingprozess kommen, das heißt, sie liegen eigentlich entweder noch zu Hause herum oder in den Betrieben herum, haben wir alles schon erfahren, beziehungsweise aus der Praxis, beziehungsweise sie werden eigentlich einfach auf die Halde geworfen. Und jetzt kommt der ganz spannende dritte Aspekt dahingehend, dass man sagt, es wäre nicht notwendig, diverse Missstände in der Produktion eigentlich zu haben oder Ressourcenkrisen, auf die man zusteuert, würden wir uns viel mehr um den Recyclingprozess kümmern. Da man eigentlich weiß, das ist wissenschaftlich schon lange erwiesen, dass es viel, viel effizienter wäre, sozusagen auf der Halde vor Ort zu schauen, die Sammelrate enorm zu erhöhen, da es eigentlich, was vielleicht muss man dazu sagen, es gibt diesen Begriff Urban Mining, der genau dahingehend geht, zu sagen, gehen wir doch mal auf die eigene Müllhalde oder vielleicht kommt es gar nicht so weit, sondern sammeln wir geordnet vorher und machen wir eine bewusste Recycling-Schiene. Man muss dazu sagen, dass eigentlich bei den meisten Stoffen, Ressourcen bis zu 100% Recyclingfähigkeit besteht. Das Einzige, was es braucht, und das ist ganz wichtig, wir brauchen Ressourcen, wir brauchen Einheiten, industrielle Einheiten, die diese Recyclingprozesse auch schaffen können. Aktuell gibt es in ganz Europa gerade einmal 3 Industriebetriebe, die fähig sind, im großen Stil IT-Schrott, Elektronik-Schrott zu recyceln. Das sollten eigentlich mehr sein, und man muss dazu sagen, das rechnet sich aus, auf jeden Fall, weil das sehr wertvolle Stoffe sind. Und wertvoll in zweierlei Hinsicht. Einerseits spart man sich die Dinge eigentlich relativ teuer aus der Erde zu holen. Das sind begrenzte Ressourcen definitiv. Und zweitens hat es einen sehr großen ökologischen Nutzen, wenn man Stoffe wiederverwertet. Es braucht natürlich schon einen Umdenkprozess. Die gute Nachricht ist, der Umdenkprozess ist bereits gestartet.
Also in unserem Metier, wir sind selbst im IT-Handel und in der Technik unterwegs, haben wir seit Jahren gemerkt, dass hier durchaus ein Bewusstsein herrscht. Es ist den Leuten bekannt, teilweise natürlich auf schreckhafte Weise. Es hat jeder schon in den Medien mal Berichte gesehen über diverse Elektronikschrott, Großhalden in Ghana, in Nigeria, auch in Fernost, wo Geräte unbehandelt oder auf schlimmste Weise, sage ich mal, von den Ärmsten der Armen behandelt, in den Recyclingprozess gelangen oder auch nicht. Das ist eigentlich ein Missstand, der überhaupt im 21. Jahrhundert absolut ein No-Go sein sollte. Das heißt, hier muss der Umdenkprozess zuerst mal stattfinden, dass man sagt, wie oft investiere ich neu. Das gilt sowohl für Unternehmen, Institutionen als auch auf privater Ebene. Wir sind halt die letzten, sage ich mal, 20, 25 Jahre gewohnt, dass das Neueste das Beste ist und das Modernste und das Stärkste muss es sein. Also hier ein großes Problem der Überdimensionierung, auch hier sollte ein Umdenken stattfinden. Beziehungsweise, und das ist etwas, was noch relativ neu ist, Dinge auch wieder reparieren zu lassen. Also ich bin überzeugt davon, dass wir uns wieder auf einem Weg in eine Reparaturgesellschaft befinden. Es gibt schon sehr gute Indizien dafür. Unser Geschäft ist eines davon vielleicht. Reparieren und die zweite große Schiene, die sehr, sehr viel Potenzial hat, ist auch Reuse, also Geräte wieder in den Wiederverwendungsprozess bringen. Also nicht Recycling. Recycling würde ja heißen, dass Geräte das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben und nur mehr die Stoffe verwertet werden. Reuse heißt im Prinzip, dass man sagt, man nimmt die Geräte her, wir machen das ganz professionell bei uns, bei Comburdos, nehmen sie her und unterziehen sie einer Aufbereitung, einer professionellen Aufbereitung, und das impliziert natürlich professionelle Handhabung. Das ist vielleicht, was bei dieser These wichtig ist und auch problematisch. Ich muss es auch, wenn ich es im großen Stil machen möchte, ich muss es professionell durchführen, und ich sage vielleicht, was heißt das konkret? Professionell durchführen heißt ganz konkret, das beginnt bei der Logistik. Ich muss ein Netzwerk haben, also wir haben ein eigenes Netzwerk geschaffen und machen das permanent, um überhaupt Geräte zu kriegen. Die kriegen wir in erster Linie über Firmenkooperationen. Das zweite ist, hier muss ganz klar ein professioneller Aufbereitungsprozess hinsichtlich der Reinigung der Geräte passieren, der technischen Aufbereitung. Ganz großes Thema Datenvernichtung. Also wir leben in einer Informationswelt, und das wertvollste Gut, das wir eigentlich haben, sind Informationen und Daten. Daher muss ein sehr vertrauenswürdiger Prozess, ein sehr authentischer Prozess da sein, dass diese Daten vernichtet werden. Das ist etwas, was wir gewährleisten können und müssen als Betrieb, als Reuse-Betrieb. Und dann geht es noch weiter, dass man natürlich sagt, okay, wir brauchen natürlich auch, ich sage nicht einmal ein Umdenken, aber ein Neudenken, dass diese Geräte auch wieder in Anspruch genommen werden. Momentan machen wir das ganz konkret dahingehend, dass wir bestimmte Zielgruppen haben. Das sind Zielgruppen, die sich in erster Linie nicht leisten können. Das ist in dem Fall NGOs, die begrenzte Budgets haben. Schulbereich, Bildungsbereich hat sehr begrenzte Budgets. Das wird sicher nicht besser in den kommenden Jahren. Da sind wir ganz klar dahinter, dass hier der Zugang zur Technologie für Personen und Institutionen überhaupt geschehen erst kann, auf leistbarer Basis. Diese Basis kann man über Reuse sehr, sehr gut erreichen. Aber auch im Privatbereich dieses Denken zu fördern. Auch hier kann ich sagen, also der Prozess ist bereits gestartet und ist durchaus sehr positiv. Wichtig ist, dass das flächendeckend kommt. Es wäre, wie gesagt, eigentlich nicht notwendig, gerade für den typischen Anspruch für Office und Internet, wie ihn die meisten User haben, und wir sind eine usergetriebene Gesellschaft, zu sagen, ich muss hier alle 3 bis 4 Jahre ein neues Gerät kaufen. Also diese Gadget-Kultur wird es zwar immer geben, sie wird sich aber, glaube ich, nicht durchsetzen und auch nicht durchsetzen können, weil es natürlich eine Preisfrage ist. Zahle ich 1.000 Euro für ein Gerät alle paar Jahre, ist es mir das wirklich wert? Oder zahle ich vielleicht 200 dafür, habe aber ein tolles Businessgerät, das das alles kann? Und jetzt kommt der ganz spannende Aspekt dahinter. Ein schönes Beispiel vielleicht. Wenn ich ein Gerät aus einem Reuse-Bestand nehme, dann und sagen wir mal 3 Jahre nutze, dann verdopple ich womöglich schon die Nutzungszeit, wenn ich ein 3 Jahre altes Gerät übernehme. Und allein dadurch kann ich bereits die Hälfte der gesamten Ressourcen, die ich vorher genannt habe, 1500 Liter Wasser, 140 Kilogramm fossile Brennstoffe, 1500 Kilowattstunden Energie, kann ich bereits damit halbieren, indem ich den Zyklus verdopple im Endeffekt, den Gesamtlebenszyklus, weil, ganz klar, dieses Gerät muss ich ja nicht neu produzieren, sondern ich nutze ein anderes weiter. Kann eigentlich sehr, sehr effizient und sehr einfach im Endeffekt eine sehr
sehr effiziente Nutzung weiterbringen und damit ökologisch einen riesen Hebel aktivieren, ohne einen Nachteil zu erfahren damit. Genau. Vielleicht ein Nachteil dahinter noch dieser These, wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass hier auch eine Kultur bestehen muss. Eine Kultur, die immer mehr im Kommen ist, aber die auch nicht in einem kleinen Kreis funktioniert. Also es wird nicht funktionieren, wenn wir hier einen Nischenmarkt etablieren, sondern es sollte eigentlich, sage ich mal, im großen Stil, Beispiel öffentliche Beschaffung, ganz klar sein, dass man hier ganz bewusst auf Reuse-Bestände zurückgreift. Der große Vorteil ist, dass auch sehr große budgetäre Einsparungen möglich sind, was auch in der heutigen Zeit ganz klar ein Vorteil ist. Definieren wir Green IT in ein, zwei Sätzen. Green IT ist eigentlich der Fachbereich in der IT, wo es um Ressourceneinsparungen geht. Ich sage ganz bewusst nicht Energieeinsparung alleine, weil Energie ist nur Strom. Auch Strom muss natürlich produziert werden, ist bei uns immer noch sehr schmutziger Strom. Aber es geht um Gesamtressourcen. Und vielleicht ist es ein gutes Beispiel, schnelles Beispiel, es geht um Papierressourcen, es geht um Tinte und Toner. Eine einzige Tonerkartusche braucht in etwa 6 Liter Erdöl in der Produktion, eine einzige. Und ich würde sagen, Green IT technisch wird es anschließen an meine These von vorhin. Das ist in der betrieblichen IT-Branche oder generell noch nicht sehr populär, zu sagen, auch Unternehmen, auch öffentliche Institutionen können mit Abstand am meisten erreichen, wenn sie die Nutzung der Geräte einfach verlängern. Ja. Also anstatt 3 Jahre, 5 Jahre zu machen oder anstatt 4 Jahre, 6 Jahre zu machen. Green IT ist eine eigene Wissenschaft. Wie gesagt, ich bin auch Green IT Berater. Es gibt da ganz, ganz viele Bereiche, in denen man hochtechnologisch eingreifen kann. Aber die simpelste, und das ist wirklich eine simple Milchmädchenrechnung fast, zu sagen, in dem Moment, wo Geräte länger genutzt werden, und das muss bei Gott nicht zum Nachteil der Geräte oder jener sein, die sie nutzen, habe ich mit Abstand am meisten erreicht, ökologisch und auch in der Ressourceneinsparung selbst. Bei wem würde ich das vortragen, ist eine gute Frage. Auch hier ist es, ich meine, Politik ist ein gutes Wort dahinter, weil man sagt, ja, die größten Gegner theoretisch findet man in unserer eigenen Branche, in der IT-Branche, in der Handelsbranche. Könnte man meinen, weil natürlich bekannterweise die Gewinnmargen im IT-Sektor, im Handelssektor sehr gering sind. Und aktuell ist noch die These oder das Dogma, sage ich, dass das Einzige, um hier Gewinne zu erwirtschaften, ein möglichst hoher Umsatz an Geräten ist. Also ein Massenmarkt soll uns retten. Ich glaube, das widerspricht sich von selbst eigentlich, dass uns ein Massenmarkt mit all seinen Nachteilen, speziell im ressourcentechnischen Bereich, retten kann. Und entsprechend ist es ganz klar, dass auch hier der IT-Handel selbst umsteigen kann. Ich kann vielleicht ganz unverblümt sagen, Reuse heißt natürlich trotzdem Umsätze. Die einzigen, die wirklich darunter leiden könnten, sind die Hersteller. Die Händler selbst verkaufen halt Reuse-Geräte. Für die Händler ist das egal, beziehungsweise vielleicht sogar mit höheren Gewinnmargen verbunden. Die Hersteller selbst sollten natürlich überdenken, ob da eine Möglichkeit besteht, das auch anders zu gestalten. Und das ist eine sehr, sehr mächtige Lobby, muss man dazu sagen. Allerdings auch eine, die, das kann ich auch offen sagen, durchaus selbst sehr viel Dreck am Stecken hat. Also wenn man die Produktionsbedingungen in Fernost oder nicht nur, mittlerweile auch in Osteuropa angekommen, wenn man die kennt, die eigentlich auf purer Ausbeutung beruhen, dann müssen sich die Markenfirmen eigentlich sehr, sehr viel gefallen lassen. Wenn man weiß, dass eine Marke das Wichtigste an einem Unternehmen ist, an einem Herstellerunternehmen, dann, glaube ich, sind die zu sehr vielen Kompromissen bereit und müssen es auch sein. Klar, dass damit womöglich Gewinneinbußen einhergehen, ist ein ganz klares Thema. Allerdings muss man sagen, erstens sollte man sich da keine großen Sorgen machen und gute Unternehmen, Vorreiterunternehmen können diese Entwicklungen abschätzen und bereiten sich darauf vor und finden definitiv neue Wege. Innovative Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie neue Wege finden, um auch Gewinne immer noch einzufahren.